willst du mir echt probieren? Ja. Was mache ich jetzt hier auf der Bühne? Heute, jetzt sollte eigentlich erstmal die Lehrerrede gehalten werden. Aber dieses Jahr werden wir nicht, wie üblich, eine gesonderte Lehrer- und eine Schülerrede zu hören bekommen, sondern eine Rede in Form eines Dialogs zwischen Schüler und Lehrer. Gegenstand dieses Dialogs wird nicht die Zukunft sein. Es wird keine heroische Rede geben, in der die Abiturienten zu Helden erhoben werden, weil wir nun Klausuren hinter uns haben. Auch die Schwierigkeiten und die Herausforderungen werden nicht thematisiert, wie in der Rede, die Dennis Storck gerade angesetzt hat. Es wird ein Blick in die Vergangenheit. Anhand kleiner Anekdoten werden wir die gemeinsamen Erinnerungen und Erlebnisse Revue passieren lassen, die wir am Gymnasium des Debatten gemeinsam erlebt haben. Es steckt viel Mühe in dieser Rede, deshalb wünsche ich euch viel Spaß dabei. Hier zu sein, freuen wir uns sehr. Zuerst begrüßen möchten wir Herrn Speer. So wichtig wie beim Fußball ist der Rudi Völler, begrüßen wir nun auch den Reinhard Möller. Nun auch den, der gern trinkt Apfelwein, Wolfgang Neef, soll uns gegrüßet sein. Menschlich wertvoll ist wie Gold, hallo und Dank, Hans-Günther Gerold. Unser nächster Gruß, da geht er an den Kurz, den Peter. Nach vielen Stunden am PC tun Karin Elzner auch die Finger weh. Sei gegrüßt, du gute Fee. Nun zu euch, den Abiturienten, euch zukünftigen Studenten. Geschwänzt habt ihr nie, blieb nie im Bett, wart immer pünktlich und stets nett. Geschummelt haben wir nie, auf jeden Fall wusstet ihr nicht wie. Und wenn, dann haben wir den Zettel gut versteckt, denn nie habt ihr uns dabei entdeckt. Abgeben musstet ihr doch eure Handys. Heißt es, aber es gibt auch noch ein zweites. Ja, ich bin Lehrer, die sind schlau, das weiß ich ganz genau. Wir sind doch hier nicht bei Günther Jauch, das schwöre ich bei meinem dicken Bauch. Willst du mit dem Telefonjoker sprechen, dann müsstest du es Abi blechen. In der Klasse können wir euch lecken, weil wir das mobile Internet checken. Wozu Internet? Ich schreibe noch mit Stift und Füller. Das ist der wahre Knüller. Oh Mann, solche Unkenntnis fällt euch mein Raster. Wozu für euch den ganzen Zaster? Mein Lieber, das Lehrerwissen ist das Wichtigste der Welt. Dafür kriegen wir noch viel zu wenig Geld. Au contraire, ihr fallt durch die Quote, jetzt erzähle ich mal eine Schote. In medias res wollte ich mal gehen, da gab es einen Captain, der blieb stehen. In medias res, er sah mich an, fragt voll Misstrauen, wo ist denn hier der Medienraum? Auch ich lasse mich nicht poppen, eine Lehrerstory, die kannst toppen. Verfehlt hat ein Lehrer den Beruf, der eine falsche Kleiderordnung schuf. Gekleidet wie ein Totengräber, immer schwarz. Werden wollen wir schon verpflegen. Eine Geschichte, die mich auffraß, eine Oma von euch guckt so tief ins Glas. Die Schlücke nahm sie stets im großen Hieb, deshalb die Enkelin fährt jetzt ihren Jeep. Wem will man verübeln den Alkohol, wenn die Lehrer halten einen für hohl? In Deutsch gab's niemand viele Punkte. Was für ein Bluff, ertragen ließ sich's nur im Suff. Was sollen die Punkte und die Hiebe? Letztendlich geht es auch um Liebe. Ab und zu tat auf die Inquisition, erfahren hat erst am Telefon. Der Lehrer hat zwar nichts gespürt, doch haben soll sie ihn verführt. Ich kenne Lehrer, war nie feig, rief uns auf zur Stillarbeit. In Stille verharrt, kam er plötzlich voll in Fahrt. Er rief, who let the dogs out? Hört zu, und er schrie, who? Geschrien wird auch beim Fußball.
da kenne ich noch einen Schülerfall. Im Unterricht war er eine Stütze, in München klaut er eine Bullenmütze. Richtig. Früher bedeckte sie ein Polizistenhaupt, nun hängt sie an der Wand, der Raub. Lehrer ist ein wichtiger Beruf, auch wenn Gott ihn nicht schuf. Doch wie kann man machen diesen Job? Wer zu Hause schaut, SpongeBob. Doch jedem das Seine, das ist wichtig. So wird sogar ein Schwamm ganz wichtig. Jedem das Seine, du hast recht und doch sind wir des Schülers Knecht. Gemütlich sitzen wir im Lehrerzimmer, du weißt, mit der Pause, ihr klopft immer. Kaum ins Pausenbrot gebissen, ihr wollt immer irgendwas wissen. Unser Klopfen, das bringt euch zum Rasen, fasst euch an die eigenen Nasen. Wenn's klingelt und ihr hört den Ton, geht ihr noch lange nicht zu eurer Fron. Ihr springt nicht auf zur Klasse hin wie fein, nein, ihr schüttet noch ein Käffchen ein. Wir haben immer viel zu tun, deshalb müssen wir auch ruhen. Zu Hause korrigieren, in der Schule Unterricht, frei gibt es nicht. Ihr wollt korrigieren, ihr gebt Geschenke, dem einen reicht sogar eine Ente. Interpretation, was ist das schon? Noten werden zur Inflation. Lehrer müssen nicht nur öde sein, manche hauen auch gut rein. Die Franzosen gewannen den Sponsorentag und fuhren in den Heidepark. Wir haben alles gemacht, bewiesen unseren Mut, nur vorm Stream zog der Lehrer seinen Hut. Nur wenn ich da bin. Der Aufseher vom Tower schaute beim Lehrer genauer und sagte dann durchs Mikro recht knapp, mach die Augen auf den Feigersack. Da gibt's einen Lehrer, predigt Wasser und trinkt Wein. Das Handy soll verboten sein. Doch er selbst hält sich für Gott, geht ins Handy, ganz schön flott. Ey Pfarrer, wie war das nochmal mit dem Balken und dem Splitter? Geteiltes Recht wird so sehr bitter. Du hattest bei mir Religion, deshalb weißt es, was siehst du den Splitter in deines Bruders Auge? Heißt es, der Lehrer ist doch ein gelehrter Mann, wie schön, dass man stets deuten kann. So interpretieren wir ganz ohne Last die Moral, wie es uns gerade passt. Und auch noch die Kursfahrten, da muss ich gar nicht lange raten. Wenn wir mal zusammen weg, rufe ich dir zu, ganz keck. Wir wollten gerne mal trinken ein, doch sollten immer artig sein. Doch ob London, Rom, Paris, ihr ins Glas schaut stets recht tief. Wenn wir dann kommen zu spät heim, schaut ihr sogar in unsere Taschen rein. Ihr findet was, oh welch ein Graus. Ihr nehmt es weg, trinkt selber auf. Ich trinke lieber einen Schluck, bevor ich schaue in dieses Facebook. Posten, schreiben, chatten, den ganzen Tag, das finden wir ziemlich fad. Ihr solltet lieber machen eure Hausaufgaben, stattdessen tut ihr euch bei Facebook laden. Ihr sollt lernen und lesen, sonst sitzt ihr mächtig in der Scheiße, so war ich Johann Wolfgang und von Goethe heiße. Lernen, das ist recht und billig, doch zum Gehen seid ihr nicht willig. Was ist mit der Umwelt? Ihr habt wohl zu viel Benzingeld. Warum mit dem Auto zur Helene fahren, wenn man kann die Abgase sparen? Mit dem Auto zwischen den Gebäuden pendeln, das könnte man noch anders handeln. Nehmt euch mal die Muße und geht doch mal zu Fuße. Vielleicht mag es sein, wir sparen keinen Sprit, dafür kommt ihr selten nur in Tritt. Es soll gesagt sein, dass ihr häufig schwänzt, und dem Lehrer manch komisches grinst. In einem Kurs sind niemals alle, denn morgens liegt ihr noch in der Falle. Ihr kommt dann wieder, wart lang weg und behauptet dann ganz keck. Diese Entschuldigung möchte ich ihm geben, es ist ein Wunder, dass ich noch bin am Leben. Ich war so krank, oh Mann, dass ich schon wieder gehen kann. Was soll der Lehrer machen, wenn er liest solch kreative Sachen? Er kann nichts tun, auch wenn er es gerne hätte.
nimmt den Stift und macht sein Deck. Eine Lehrerin, die war nicht groß. Sie sagt zu uns ganz famos: Was ihr schreibt, das ist schon Schund. Doch nicht gefallen seid ihr auf den Mund. Was ihr schreibt, das glaub ich nicht. Deshalb bringt zum Lachen mich. Und so wurden wir, ohne Spott und Hohn, ganz offiziell zum Lügenbaron. Wir konnten schreiben, was wir wollten und auch sagen. Gestellt hat sie niemals blöde Fragen. Auch wenn ich schlief in meinem Bett, in meinem Zimmer, die Unterschrift, die kam nun immer. Das nächste Mal schreib ich voll wohl, ich konnte nicht weg, auf mir lag Helmut Kohl. Oder ich schreibe ganz ohne Qual, ich wurde verschluckt von einem Wal. Jetzt sag ich dir mal was ganz zart. Manchmal, wir treffen euch auch noch privat. Egal ob Rewe, Disco, Supermarkt, egal in welchem Fall, Schüler, die sind wirklich überall. Da kommt der Lehrer aus der Kneipe, trifft den Schüler was noch weiter. Hat Feierabend, trinkt 5 Bier und sieht dann noch einen Schüler hier. Kauft man ein, zu Wurst und Käse quasi, seid ihr wie die Stasi. Egal, was wir gerade machen, euch interessieren alle Sachen. Wir wissen gar nicht, wie uns geschieht, am nächsten Tag ist es publik. Und wenn ich nur kaufe einen Füllfeder, selbst das weiß dann jeder. Oder wenn wir Dinge kaufen, die uns machen reinlich. Du kannst glauben, das ist peinlich. Ha, das ist doch nix. Da fällt mir ein, was fix. Peinlicher geht's immer. Wenn dies bestimmt, dann wird's schlimmer. Elternsprechtag, das ist hart. Der Lehrer sagt in einer Laute: Der Gavin, das ist ein Rabauke. Er hebt den Finger: Gavin, das ist ein Schlimmer. Alles, was ich meinen Eltern sage, nicht, kommt von heute ans Tageslicht. Als kleines Kind, sozusagen in der Frühe, lernte ich mit ganz viel Mühe. Schlechte Noten verstecke ich unterm Kissen, meine Eltern müssten es nicht wissen. Die Illusionen meiner Eltern wischt ihr fort, und zwar mit einem einzigen Wort. Meine Mutter dachte, ich wäre ein Heller, doch der Lehrer überzeugt dich schneller. So sage ich ganz ritterlich: Sprechtage mag ich nicht. Um mit Lagerfeld zu sprechen, jetzt werden wir uns retten. Eins habe ich von ihm kapiert: jetzt steht es kalt wird. Der Sprechtag ist die Möglichkeit, euren Eltern zu sagen, wie ihr wirklich seid. Ihr Kind hat eine große Klappe, doch führt nicht mal eine Mappe. Im Quatschen ist es ganz schön fit, doch leider schreibt es niemals mit. Im Unterricht ist eine Plage und hat niemals eine Hausaufgabe. Kennst du eigentlich Robin Hood? Den Sprechtag finde ich ganz schön gut. Eure Eltern werden es uns danken, wenn sie euch weisen in die Schranken. Wenn wir mal sind gut drauf, holt ihr gleich das Büchern raus. Schauten wir euch auf die Pfoten, geben wir euch schlechte Noten. Was ich euch würde raten, lasst uns doch nicht immer warten. Ein Lehrer, der zu spät kommt und nicht lief, bekommt von uns niemals einen Elternbrief. Was ist mit der Beteiligung? Lehrer bringen in die Klasse Schwung. Bereiten vor, didaktisch fein, doch ihr kommt nie ins Thema rein. Und wenn ihr redet, quatscht ihr nur, geht uns melden, bleibt ihr stur. Kaut Kaugummi, trinkt und esst, das Thema aber schnell vergesst. Schaut aus dem Fenster, genießt die schöne Sicht, doch melden tut ihr euch niemals nicht. Die Sachen, die ihr uns lehrt, können wir die brauchen? Viel lieber würde ich auf dem Schulhof eine rauchen. Alpha, Beta, Gamma, Delta, ihr denkt der Groschen, irgendwann da fällt er. Photosynthese, welch ein Kraus, da fallen uns die Haare aus. Wozu Chemie, Physik und Bio? Nach dem Abi flieg ich eh nach Bio. Dann noch Sport, Trapez und Backen, oje, alle Knochen tun uns weh. Ob Renaissance, ob Revolution in der Geschichte, mein Interesse macht zunichte. Französisch und Latein, genau wie das Zweite, möchte ich lieber tot dann sein. Schon Faust fragt Gretchen ohne Hohn: Wie hältst du es mit der Religion? Nun frage ich dich ganz ohne Laber: Wie hältst du es denn, Gerrit Schrader? Theologie und Doro Sölle, da gehe ich lieber in die Hölle. Und die Philosophie? Die brauchen wir nun wirklich nie. Was ist denn mit den Werten und den Normen? Die werden Schüler nicht mehr formen. Was ist denn dann mit der Musik? Die haben wir wirklich gar nicht lieb. Ob Ludwig van, Mozart oder Haydn, unter allen Reihen wir wirklich leiden. Denke ich an Mozart, kommt nur ein Zorn in mein Ohr: Rock me Amadeus, schlage ich vor.
Ihr nutzt den Englisch-Style, da könnt ihr brechen. Ob chillen, checken oder dissen, auf Deutsch sollte man dies wissen. Wenn ihr erklimmt die deutsche Grammatikleiter, erst dann geht's mit dem Englisch weiter. Our English is good enough to get a burger from the donut stuff. Bin very hungry, stehe am Counter, mein Magen rummelt immer lauter. Hi, sagt die Lady von der Crew, was darf sein, bringst dir nu. Hätt gern Big Mac Chili Cheese, heute gibt's Fastfood ganz schön mies. Dazu gibt's Coke, einen schönen Shake, mein Essen nicht mehr richtig made. Ich sag goodbye und stay schön tight, geh raus und schwing mich auf mein Bike. Sprachlich ziehst du deine Runde, wie sieht's denn aus mit der Erdkunde? Wozu denn Anglizismen, oh mein Kind, weißt du denn gar nicht, wo wir sind? Darf ich dir mal was verraten? Wir sind nicht in den Staaten. Bundesländer, Berge, Küsten, das ich gerne von dir wüsste. Was du sagst, ich gut das fand, dass man kennt sein Vaterland. Düsseldorf, Berlin und Mainz, das ist richtig, dass man die drei kennt, ist ganz schön wichtig. Faulheit sei mir fern, doch eins wüsste ich gern. In China isst man wie viel Reis? Wer muss schon wissen diesen Scheiß? Wie viel Regen fällt in Venezuela? Wenn ich's nicht weiß, ist auch kein Fehler. Die Wolken am Himmel, die rotieren. Wie werden sie sich gleich formieren? Dann wollt ihr wissen ihre Namen. Wozu sollen wir euch sowas sagen? Ob Schäfchen, Wolke oder Atmosphäre, als ob das wichtig wäre. Wir finden schon was, dass ich nicht lach. Ich wüsste noch ein schönes Fach. Etwas, das man im Fernsehen immer sieht. Was hältst du von der Politik? Ich pack dich bei deinem größten Laster, weil ist der weg, der Eurozaster. Deine Meinung schon zur Wirtschaftskrise, wie lautet diese? Oder der Euro-Rettungsschirm, bist du in diesem Thema firm? Rede nur, ich döse. Das Problem, ich trotzdem löse. Eine eigene Meinung, die liegt mir fern. Doch die von Wikipedia, die helfen mir. Wie sagte schon Fontane, eigentlich ist es doch Banane. Bevor ich weiter mit dir streit, das Feld, das ist nun mal zu weit. So strecke ich aus zu dir die Hand und Fühler, schließlich waren wir früher auch mal Schüler. Hast recht, wir sollten nicht verzagen, sondern uns ganz schnell vertragen. Auch wenn wir hatten mit euch so manchen Fight, sag ich's für alle, es war eine geile Zeit. Wir haben's Abi, das ist fein. Leute, stolz können wir sein. Wenn wir gehen auseinander und verlassen diesen Raum, wünsche ich euch, dass ihr lebt euren Traum. Wir werden uns nie wiedersehen. Wie gewonnen, so zerronnen, viele hab ich lieb gewonnen. Gelacht haben wir über ganz viel Zeug. Mann, was war ich gern für euch. Doch enden will ich heiter. Hinterm Horizont, hinter dir.